Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu der nächsten Lektion in diesem Videokurs Fotografieren für Anfänger. Und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Belichtungsreihen sprechen. Was sind Belichtungsreihen? Wofür brauche ich sie? Und wie kann ich besonders gut damit arbeiten? Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe mir jetzt hier eine Location rausgesucht vor den drei Zinnen. Ich wollte hier eigentlich eine Spiegelung fotografieren. Leider ist das Wasser hier relativ unruhig und deswegen wird es mit der Spiegelung relativ schwierig. Wir kümmern uns heute, wie gesagt, um Belichtungsreihen. Belichtungsreihen sind immer dann notwendig, wenn ein Motiv zu starken Kontrast hat. Das heißt, wenn ich also das Histogramm nicht rechts oder links anschlagen lassen möchte, dann brauche ich mehrere Bilder, mehrere Belichtungen, die ich dann am Ende zusammenführe in der Bildbearbeitung. Dann habe ich nämlich wirklich auch alle Details im Foto vorhanden. Also immer dann, wenn du mehr Dynamikumfang brauchst, dann ist es sinnvoll, eine Belichtungsreihe zu machen. Es gibt verschiedene Arten von Belichtungsreihen, die kannst du in deinem Menü einstellen. Ich gehe jetzt einfach mal in das Menü hier rein. Und dann gehe ich als erstes hier nämlich mal auf die automatischen Belichtungsreihentypen. Da gibt es nämlich verschiedene, die ich auswählen kann. Als erstes gibt es hier die Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihe. Dann gibt es die reine Belichtungsreihe, nur die Blitzbelichtungsreihe, Weißabgleichsreihe und ADL-Belichtungsreihe. Ich für meinen Teil brauche eigentlich immer nur die normale Belichtungsreihe. Da geht es einfach darum, dass wir die Verschlusszeit ändern und damit unser Bild quasi in der Belichtung heller oder dunkler machen. Man kann das Ganze auch über die Blende lösen, macht aber in dem Fall nicht wirklich Sinn, weil dann haben wir eine unterschiedliche Schärfentiefe in den Fotos drin. Und wenn man die dann zusammenführt, dann hat auf einmal das eine Bild einen unscharfen Vordergrund und das nächste Bild hat einen scharfen Vordergrund. Deswegen sollte man das Ganze am besten immer nur über die Verschlusszeit regeln. Deswegen wähle ich jetzt hier direkt mal an, Belichtungsreihe. Und dann gehe ich in den nächsten Punkt. Jetzt kann ich mir die Anzahl der Aufnahmen auswählen. Wie viele Fotos möchte ich am Ende denn haben? Wie viele unterschiedliche Belichtungen? Ich muss für meinen Teil sagen, entweder 3 oder 5. Meistens reichen mir eigentlich 3 Bilder hier, 3 Belichtungen. Und dann kann ich noch die Schrittweite einstellen. Das ist standardmäßig hier bei einer Blendenstufe eingestellt. Ich kann das auch erhöhen auf 2 oder 3 Blendenstufen oder auch noch runtersetzen auf zum Beispiel 0,3er Schritte. Auch da bleibe ich eigentlich immer bei einem Blendenschritt, weil das für mich eigentlich so die beste Variante ist. Und jetzt kann ich damit quasi auf der einen Seite eine Blende unterbelichten und auf der anderen Seite eine Blende überbelichten. Wenn du jetzt eine sehr starke Szenerie hast, wo sehr viel Kontrast drin ist, dann kannst du das Ganze auch 2 Blenden unterbelichten und auf der anderen Seite 2 Blenden überbelichten. Stellen wir das Ganze doch jetzt hier einfach mal ein bisschen extremer ein, dann sieht man das Ganze auch ein bisschen besser. Ich mache jetzt hier einfach mal 3 Belichtungen mit -2, +2 und der Normalbelichtung. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Aktion an. Ich habe mir jetzt hier auch in meinem Live-View-Bild direkt mal das Histogramm eingeblendet. Dann kannst du nämlich mal genau sehen, dass das sowohl rechts als auch links anstößt. Und genau deswegen brauchen wir auch eine Belichtungsreihe in dem Fall. Denn ich möchte ja sowohl die hellen Bildbereiche noch mit Details haben, als auch die dunklen Bildbereiche. Da möchte ich die Schatten noch retten. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt hier mal als Belichtungsreihe machen. Du siehst jetzt auch rechts oben, da steht AE-BKT, ja, also die Bracketing-Funktion ist aktiviert und da steht 3 von 3. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Bilder, die wir jetzt machen. Und ich werde jetzt einfach mal das erste Bild machen, einfach mal auf den Auslöser klicken. Zack, das erste Bild ist im Kasten, das ist jetzt unsere Nullbelichtung. Dann verändert sich jetzt die Verschlusszeit. Jetzt sind wir bei einer 320. Sekunde. Also 2 Blendenstufen quasi ins Minus gegangen. Und jetzt gehen wir 2 Blendenstufen nach oben. Das heißt, wir machen eine +2-Belichtung und sind jetzt bei einer 20. Sekunde. Jetzt siehst du auch, dass das Histogramm ganz anders ist. Jetzt stößt es nämlich auf der linken Seite nicht mehr an. Jetzt machen wir wieder das Bild. Du siehst, das ist sehr, sehr hell. Und jetzt haben wir insgesamt 3 Bilder gemacht. Gucken wir mal rein. Das ist also die +2-Belichtung, die -2-Belichtung und die Normalbelichtung. Und wenn wir die 3 jetzt zusammenbringen in der Bildbearbeitung, haben wir am Ende ein Bild, wo wirklich alle Highlights gerettet sind und auch alle Schatten. Ich bin jetzt zurück im Büro und wir haben unsere 3 Belichtungen. Hier habe ich einmal die Nullbelichtung. Da sieht man jetzt hier sehr schön im Histogramm, dass wir auf der linken Seite so ein bisschen anstoßen. Das bedeutet, in den
dunklen Bildbereichen, da gibt es teilweise Stellen, wo wir keine Details mehr drin haben. In den rechten Bildbereichen hier, also in den hellen Bildbereichen, da sieht es gut aus, da stoßen wir nicht an. Und wir haben jetzt hier noch eine zu dunkle Belichtung, also eine Unterbelichtung und eine Überbelichtung gemacht. Schauen wir uns die mal an. Das ist jetzt hier die Unterbelichtung. Da sieht man auch sehr schön, wie das Histogramm jetzt verschoben ist auf die linke Seite. Also auf der linken Seite stößt es jetzt sehr stark an. Dafür haben wir sehr viel Raum hier auf der rechten Seite des Histogramms, da wo die hellen Bildbereiche sind. Und du weißt ja schon, je größer dieser Ausschlag hier in dem Histogramm ist, desto mehr Bildbereiche sind davon betroffen. Und hier in den Lichtern und in den Weißwerten haben wir so gut wie gar nichts. Ja? Also das ganze Bild ist halt wesentlich zu dunkel. Und wir haben überhaupt keine Probleme, dass wir hier irgendwelche Details in den hellen Bildbereichen verlieren. Und dann haben wir noch eine Überbelichtung. Schauen wir uns die mal an. Jetzt sieht man, dass das Histogramm weiter nach rechts verschoben ist. Wir stoßen nicht mehr auf der linken Seite an. Das heißt, wir haben alle Details in den dunklen Bildbereichen drin. Und ja, hier auf der rechten Seite stoßen wir jetzt natürlich an, das heißt, das Bild ist insgesamt zu hell, macht aber nichts, denn wenn wir jetzt diese drei Bilder zusammenfügen, dann werden wir eine Datei bekommen, wo wir sowohl alle Details in den dunklen Bildbereichen als auch alle Details in den hellen Bildbereichen haben. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Mit gedrückter Shift-Taste werde ich jetzt hier alle drei Bilder einmal auswählen. Du siehst jetzt, alle drei Bilder hier sind angewählt. Und jetzt muss ich hier nur noch einmal einen Rechtsklick drauf machen und dann sage ich, Zusammenfügen von Fotos HDR. HDR steht für High Dynamic Range und das bedeutet im Endeffekt, dass wir unseren Dynamikumfang hier erweitern. Zum Thema Dynamikumfang gibt es ja auch ein Kapitel in diesem Kurs, gerade wenn es dann um die Lichtstimmung geht. Also schau dir das dann auf jeden Fall auch mal an, dieses Kapitel. Es sei nur so viel schon mal gesagt, wir können damit, wie gesagt, unseren Dynamikumfang erweitern. Also wir bekommen mehr Details sowohl in den Schatten als auch in den hellen Bildbereichen. Und jetzt fügt Lightroom hier quasi automatisch diese drei Bilder zusammen. Es ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass möglichst von einem Stativ aus fotografiert wird, damit Lightroom es einfach hat, diese drei Bilder pixelgenau übereinander zu legen. Und dann wird aus diesen drei Bildern quasi das Beste aus allem gemacht und wir haben einfach mehr Informationen, mehr Details dann in unserer RAW-Datei drin, die jetzt am Ende daraus erstellt wird. Das heißt, wir können jetzt die zu hellen Bildbereiche etwas besser abdunkeln, ohne dass wir da Details verlieren. Und gleichzeitig können wir unsere Schattenbereiche etwas besser aufhellen, ohne dass wir dort Details verlieren. Jetzt wird hier gerade eine Vorschau erstellt und jetzt sieht man hier schon sehr schön, wie das Ganze am Ende aussieht. Ja, das sieht jetzt relativ ähnlich zu unserer Nullbelichtung aus. Das ist auch völlig okay. Wichtig ist jetzt, wenn wir dann in die Bildbearbeitung gehen, dann haben wir mehr Möglichkeiten, wenn wir die Schatten nach oben ziehen wollen oder wenn wir die Lichter nach unten ziehen wollen. Wichtig ist jetzt hier noch, dass wir automatisch Ausrichten einmal angewählt haben. Die automatischen Einstellungen lasse ich immer weg. Das möchte ich selber einstellen. Ja, und Geistereffektbeseitigung, wenn sich jetzt hier irgendwas in dem Bild bewegt hat, dann kann man das hier noch entsprechend rausnehmen. Das ist aber auch okay so. Und dann sage ich hier einfach einmal zusammenfügen. Und jetzt wird eine neue RAW-Datei erstellt mit all diesen Informationen, die uns diese drei RAW-Dateien, diese Ursprungs-RAW-Dateien zur Verfügung stellen. Das wird jetzt alles in eine Datei gepackt und diese Datei ist dann natürlich sehr, sehr mächtig. Das können wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken, wenn die Datei fertig erstellt wurde. Und hier ist sie auch schon. Du siehst jetzt hier auch am Dateinamen, dass das Ganze jetzt hdr.dng heißt. Und erstmal sieht das Histogramm genauso aus wie auch die Nullbelichtung. Aber was wir jetzt machen können, wir können sehr schön hier die Lichter nach oben ziehen. Ich kann das ganze Bild ein bisschen aufhellen. Zack. Wir können die Lichter ein bisschen nach unten ziehen. So. Und schon haben wir gleich alle Details hier im Bild drin. Ja, das sieht auch schon mal richtig gut aus. Wenn ich mir das jetzt mal vergleiche mit der Ursprungsdatei, so sah es ursprünglich aus, so sieht es jetzt aus. Und jetzt haben wir hier halt insgesamt mehr Details drin, ohne dass hier irgendwas ausgebrannt ist in den hellen Bildbereichen oder dass irgendwas in den Schatten absäuft. Das war's schon zum Thema Belichtungsreihen. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Wichtig ist, dass du das Ganze jetzt einfach mal ausprobierst. Fast jede Kamera hat diese Funktion, Belichtungsreihe. Schau einfach mal nach, dass du das auch bei dir einstellst und damit einfach mal rausgehst und probierst, gerade bei harschem Licht zu fotografieren. Also in der Mittagssonne, dort, wo viele Kontraste sind. Denn in der Abendstimmung, da braucht man es gar nicht mehr. Da kann ich mit einer Belichtung eigentlich alles machen, was ich brauche. Aber gerade wenn du auch mal mittags unterwegs bist, wenn also viele Kontraste da sind, dort einfach mal probieren,
mit den Belichtungsreihen zu arbeiten und diese dann auch, wie ich es dir gezeigt habe, in Lightroom oder auch in Photoshop zu kombinieren, damit man am Ende ein tolles Ergebnis hat. Ich hoffe, du hast dabei eine ganze Menge Spaß und probierst das Ganze jetzt einfach mal selber aus. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute dabei und viel Spaß beim Fotografieren mit Belichtungsreihen.